Willkommen zurück beim Chaosmeister. Heute beschäftigen wir uns mit dem Kartenchaos immer auf die Kleinen. Dabei geht es darum, dass alle Diener die Stats 1-1 besitzen und auch nur einen Mana kosten. Jetzt sind alle Minions gleich und wir müssen uns eine andere Strategie überlegen, um den Gegner zu besiegen. Wir haben uns für den Magier in dem Fall hier entschieden. Der kann gezielt einzelne wegbomben, zum anderen aber natürlich auch AE-Zauber verwenden, arkane Geschosse, die einfach die kleinen Adds mit wegkillt. Das sieht man jetzt auch schon an unserer Starthand. Wir haben die arkanen Geschosse auf der Hand und den kleinen AE-Zauber. Auch das Portal, um vielleicht einen Minion zu erhalten, der dann 0 kostet. Und spielen jetzt Rafan, um einfach auch für spätere Runden gerüstet zu sein. Wählen die Karte aus, mit der wir 10 random Schaden machen können, damit wir später dann eventuell ein Board auf Seite des Gegners clearen können. Ja. Sollte das nötig sein. Beziehungsweise, dass wir auch einfach Schaden drauf bringen können, weil über die Minions selbst ist natürlich sehr schwer, Schaden drauf zu bringen. So, jetzt haben wir einen freien Zauber gekriegt. Da haben wir das Portal ein weiteres Mal gewählt. Mal gucken, was wir dann gleich daraus kriegen. Wir nehmen jetzt die arkanen Geschosse. Ja, kriegen dann das schöne Schildmonster endlich weg. Und haben dabei selbst keinen Diener verloren. Dafür war der Zauber natürlich recht sinnvoll. Das ist natürlich jetzt unschön. Der Gegner hat sich natürlich auch ein bisschen darauf eingestellt, dass wir ja nur Einser-Monster haben, so dass wir ihn jetzt angreifen müssen und unsere Ads damit selbst wegkillen müssen. Das tun wir natürlich als erstes und dann hat Toni das raus und erhalten gleich direkt sogar Hogger noch dazu. Das ist natürlich ganz praktisch, weil Hogger uns kostenlos Spotter produziert, durch die der Gegner erstmal durch muss. Und wir durch Antoni das mit unseren Zaubern kostenlos extra Schaden bekommen über die Feuerbälle. Ja, ganz kostenlos sind sie nicht, kosten immer noch 4, aber ohne sie im Deck zu haben zumindest. Ja. Gut, jetzt kommt die Stille auf Antoni, das war eigentlich mit zu rechnen. Aber gut, damit kommen wir klar. So, wir nehmen jetzt die Arkanexplosion. Um das Board einfach zu reinigen. Mit dem Jongleur bekommen wir jetzt die Möglichkeit, eine weitere Strategie auszubauen und über Hogger dann auch extra Schaden zu machen, da der Jongleur jedes Mal einen Schaden auf ein gegnerisches Add oder den Gegner selbst macht, wenn wir ein Add beschwören. Ja, und zum anderen halt natürlich auch auf die Adds selbst bei den Gegnern und somit ihn halt die kleinen Adds wegkillt. Jetzt sieht man, wie man das Ganze auch nochmal anders umgehen kann, halt mit den Verstärkungskampfschreien bzw. auch dem SDK, wie vorhin schon erwähnt, dass die Adds dann nicht nur 1-1 haben, sondern halt wieder mehr als 1-1. Und ja, wir haben jetzt den Drachen gespielt, können so gesehen unsere Heldenfähigkeit unendlich oft benutzen, allerdings bauen wir es erstmal nicht weiter auf, sondern spielen wir erst das Portal. Haben hier auch Glück, dass wir mit Kel'Thuzad einen Minion bekommen, der unseren Jongleur noch unterstützt. Wir können jetzt unsere Diener in den Tod schicken und noch extra Schaden produzieren, wenn sie am Ende des Zuges wiederbelebt werden. Und zum anderen können wir Antoni das uns neu ranholen, so dass er halt uns wieder Feuerbälle spendet. Leider hat uns das jetzt nicht ganz so gebracht mit dem Jongleur. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er direkt auch weiter die Dolche schmeißt. Allerdings hat er es jetzt durch den Tod nicht gemacht. Ist aber vielleicht auch ganz praktisch, da wir so die Gelegenheit bekommen, eventuell ein bisschen besser zu steuern, wen Sylvanas übernimmt.
Wir müssen uns natürlich gleich überlegen, wie wir das umgehen, dass Sylvanas jemanden übernimmt, der uns wichtig ist. Aber das werden wir gleich dann nochmal sehen, wie wir das umgehen. So, Kältekegel haben wir jetzt. Und ja, erstmal kriegen wir Sylvanas weg. Da wir über den Kältekegel die Möglichkeit besitzen, sollte Sylvanas jemanden übernehmen, der uns wichtig ist, wie jetzt den Jongleur, den der Gegner auch gut nutzen könnte, gleich zu töten. Das machen wir dann auch direkt. Halt natürlich dann den neuen Feuerball. Überlegen gerade, ob wir das Board clearen. Ja, machen wir jetzt auch. Und ja, kriegen jetzt einen neuen Hogger wieder. Um einfach Antoni das zu schützen. Na gut, jetzt heilt er sich natürlich nochmal vernünftig hoch. Das ist natürlich immer ein relativ langer Fight hier in diesem Kartenchaos, weil man halt die Ads nicht zum Damage machen hat. So, ein weiterer Kältekegel. Und jetzt haben wir das Board wenigstens wieder vernünftig leer. Können sowieso gerade nicht viel anderes machen. Und mal gucken, was jetzt kommt. Sehr interessant. Braucht wohl ein bisschen länger für seine zwei Karten, die er noch hat. Er ist kurz auf Toilette oder so. Ja, oder vielleicht spielt er noch mit dem zweiten Account. Was, jetzt ist er wieder da. Gut, seine Waffe nimmt er weg. Achso, ne, die hat er nur erneuert, okay. Ja. Damit er jetzt drei Karten ziehen kann. Den Jongleur gespielt und wird wohl eine ähnliche Taktik wie wir verfolgen. Hat uns damit leider auch den Hogger genommen. Und natürlich in seinen Ed dazu. Wir spielen jetzt Ysera. Mal gucken, was wir gleich da für einen schönen Zauber rauskriegen. Töten den Jongleur, um dem Gegner seine Taktik ein bisschen kaputt zu machen. Und überlegen gerade, ob wir jetzt noch einen Feuerball spielen, aber eigentlich sinnlos zurzeit. Und beenden einfach den Zug und gucken, was die Serie uns Schönes gebracht hat. Den Albtraum kann man eigentlich immer mal ganz gut gebrauchen, gerade wenn es dann um die letzten Punkte geht. Nutzt der Gegner so gesehen relativ nette Taktik mit den Inspirationen und dem Aufbuffen, was ziemlich gefährlich werden könnte. So, jetzt haben wir den aber einfach mal weggekillt und holen uns Onyx heraus, was eigentlich ein relativ fieses Add ist, gerade wenn man den, sagen wir mal, auch am Anfang spielen könnte, zusammen mit dem Jongleur, hat man relativ viel Schaden. Ja gut, jetzt kommt die Weihe, war vielleicht mit zu rechnen, ein bisschen ärgerlich, aber gut. Mal gucken, was wir gleich noch Schönes ziehen. Und ja, das ist nett. So, jetzt killen wir erstmal alles hoffentlich von dem Gegner, genauso, dass wir ein bisschen Schaden auf ihn machen können. Leider tötet es nicht alles. Naja, gut, 10 Schaden. Hat wohl nicht ausgereicht. Aber wenigstens zwei seiner Ads sind tot und er hat ein bisschen Schaden gefressen. Ja, und wir können dann gleich mit Zaubern und unserem Ad ein bisschen Schaden auf ihn machen. Er nutzt natürlich jetzt seine Waffe, um sich auch ein bisschen hochzuheilen und ein bisschen Schaden auf uns zu bringen. Fühlt sich relativ sicher, da jetzt mit Vordringen ein recht gutes Add auf dem Feld hat, zusätzlich mit Gottesschild. Jetzt gucken wir mal, was wir wegkriegen von dem Ganzen. Gut, das ging jetzt direkt alles auf ihn selbst. Ja. Nun ist die Frage, gehen wir weiter Face? Ja, machen wir. Und gucken mal, was wir noch killen. Na, das gut. Ist Gottesschild. Gott,
Schild ist wenigstens weg. Ja, gut. Mehr bleibt uns im Moment aber auch nicht übrig. Den Albtraum jetzt zu nutzen bringt nichts, da unser Ed sowieso noch schläft. Ja, und beenden den Zug und mal gucken, was jetzt kommt. Gut, unser Ed killt er jetzt weg. Viel HP hat er halt nicht mehr. Wenn wir jetzt ein Ed ziehen, könnten wir ihn damit eigentlich besiegen. Indem wir Tyrion mit dem Feuerball killen und das Ed zum Schwein machen und dann mit dem Albtraum einfach umbringen. So. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Also wir holen das Ed raus, töten Vordringen, wandeln das Ed in ein Ansturmschwein um und geben Waffen noch auf und dann genau killen wir ihn und das war's. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.